Ah, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon erwähnt hatte, Tritra, Trullala. Ich erwähne ja häufig, für wen die Insel hier immer recht nettes Betätigungsfeld wäre. Aber von den Offroadern habe ich, glaube ich, noch gar nicht geredet. Wa? Ob das die Mountainbike-Offroader sind, ob das Trail-Techniker, Motocrosser, Enduros oder auch hier diese Four-Wheel-Drive-getriebenen Geräte. Und muss man sagen, paradiesisch. Wohnmobil ja genauso. Weil eben sowas hier nicht wirklich, wie soll man sagen, verbreitet ist und deshalb ja keine Reglementierung stattfindet. Ultraleichtflugzeuge, genau dasselbe. Wenn sich da eben so ein Paraglider einen Propeller hinten auf den Rücken schraubt oder so, ja, eben ein Fahrgestell zusammenbastelt oder so, dann fliegt der halt damit. Wenn er runterfällt, ist eben auch sein Problem. Also er darf denn nicht erwarten, ich darf jetzt nicht erwarten, wenn ich hier irgendwo in eine Schlucht stürze, dass mich denn da wieder einer rausholt oder so. Ich erwarte noch nicht mal, dass mich einer findet. Deshalb immer schön vorsichtig. Aber es ist erstmal grundsätzlich fast alles erlaubt. Das finde ich geil, wa? Auf eigene Verantwortung zwar, aber eben erlaubt erstmal. In Deutschland ist ja grundsätzlich immer erstmal alles verboten. Finde ich nicht so schön. Okay, in diesem Sinne nochmal das schöne Bild von da hinten. Der Hund, der versteckt sich immer unterm Auto. Da ist schön schattig. Manchmal hat man auch weniger Wind. Ach, das ist ja das Rad und nicht der Hund. Meine Fresse, da spiegelt hier alles. Okay, Wiedersehen. Das war's.